Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Heute sind wir in Warzone mal wieder und gemockt habe ich Season 8 ist das, ne? Genau, Season 8. Habe ich, glaube ich, so ganz selten gemacht, weil mir persönlich die Schultern etwas zu groß sind, aber das liegt daran, weil der Kopf bei männlichen Tauchen ja... Ja, der hat eigentlich einen Buckel. Wenn der gerade nach oben wäre, so irgendwie, keine Ahnung, dann sähe das etwas anders aus. Aber gut, sieht trotzdem schön aus. So, was haben wir hier? Wo sagen wir genau? Oh, ganz viel Release. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich cleave jetzt. Ich bin im Hammerarbeiter oder im Urteil. Ich glaube, ich arbeite mit dem Urteil da wieder. Das brauche ich nicht. Das brauche ich aber dafür. Jupp. So müssen wir das machen. Gucken wir mal, dass die Leute auseinanderzimmern können. Moment, husten. Ach, Entschuldigung, da steckt irgendwie so ein Frosch im Hals, der nicht raus will. Blöde Hund. Drei Heiler. Ui. Und geht. Es hört nicht auf. Wir haben zweit auch drei Heiler. Gut. Moment. Hat die Mitspieler darauf hingewiesen, dass sie bitte in den Sack gehen sollen und auch ihre CDs poppen sollen, weil ansonsten, die nehmen uns so oder so auseinander, wenn wir abhauen. Aber das kapieren die Herren ja oft nicht. Oder Damen, ne? Das ist ja manchmal echt so. Russen gehen halt gerne in den Sack, das ist so, die wollen halt viel farmen. Das ist okay, ja, aber dann sollte man nicht ausweichen. Zusammenbleiben, in den Zerg und gib ihm. Das ist das, was viele nicht verstehen. Wobei die jetzt gar nicht in den Zerg gehen wollen. Scheinbar. Gehen wir weiter hier. Wir sind ja ganz im Tross. Okay, da ist der Hunter. Die wollen doch in den Zerg. Nö, da gehe ich nicht hin. Nö, tun wir mal. Du kriegst einen Stun, mein Freund. Du brauchst da gar nicht hingehen. Hier, ja, danke. Ja. Mach ich mal den hier. Oh, ein hat einer beordert. Helfen wir dem mal ein bisschen. Lass uns ja nicht die Leute verrecken. Genau, und der wird nämlich jetzt sterben. Doch nicht, weil er die Bobble an hat. Der kriegt dann jetzt eine Wall. Hier kommen die Wings. Okay, jetzt habe ich den Hammer nicht geschmissen. Wollte ich eigentlich. Falsche Taste. So, der wird auch noch sterben. Du da eben. Kann er mal hin. Was dann wir den aber mal? Killing Spree. Double kill. So, noch ab. So, jetzt aber den Hammer da rein. Ach, scheiße, es ist keiner mehr da. Dann gehen wir mal auf den Pally hier, stunnen ihn. Jetzt laufen sie nämlich alle schön durch. Oh, geil. Er hat einen Inline gefressen. Wall ist ab. Ich hab doch keinen Inline gefressen. Oh, cool. Da sind sie schön reingelaufen. Das habe ich gewollt. Ist ja, das war der Sinn, weil wenn man weiß, dass die Russen mehr zusammenspielen und dann ist es halt so, wenn man den Heiler angreift, dann gehen die auf einen. Deswegen hat das irgendwann schön gepasst, dass die da schön durchgelaufen sind. So, wir müssen uns den hier annehmen. Er kriegt einen Inline. Ach, scheiße, jetzt ist der verreckt. Oh, der kriegt ein schönes Gesicht und die anderen auch. Und das ist Sinn der Sache. Hammer ist gleich wieder bereit. Also erstmal der Stun hier. Wenn er keine Bubble hat, stirbt er. Killing Spree. So, das dahin. Kommt der Rory mit rein, der andere? Nö, kommt er nicht. Jetzt müssten wir eigentlich natürlich nur mal die... Ah, da kommen wir auf den da. Oder auf den Rett hier. Der hat nämlich... Der hat was Böses. Der hat... Ah. Führung. Jetzt die Bob. Pally, hau mal weg. Anar ist der dran. Nein, du wirst sterben. Dann kriegst du den Stun. Dann gehen wir auf dich. Ist mir auch recht.
Nochmal einen Stunt drüber. Wenn du nichts hast, stirbst du. Scheiße, ne Bob. Stun 4. Ja. Dann. Okay, gehen wir jetzt mal rein. Jetzt lasse ich die mal alleine hier. Das war klar. Dass der mir jetzt auf den Sack geht. Okay, der ist draußen. Ja, Hunter nervt nicht. Warum slowt der Depp mich nicht? Wieder. Er wird wahrscheinlich wieder reingehen, hä? Nein, Hunter, du wirst hier bleiben. Du wirst definitiv hier bleiben. Dagegen kann ich was tun. Find Deterrence. Oh lol, aber da haben wir Drift noch. Spaten. Haben sie ein... Oh geil, wir führen 1-0. Gut, dann hole ich mir die Flag. Spawned. Nicht schlecht. Das ist ja. Ah, hier. Rogue, Rogue, Rogue. Komm her, komm her. Da, nimm sie. Schneller. Klerischirmheit. Und gehen da jetzt lang. Ah, der geht drüben lang. Ah, da ist das Ding so schwach. Na gut, den haben wir zukünftig eh nicht mehr. Wäre auf jeden Fall wichtig. So. Wo sind der Rogue jetzt? Da ist unser FC. Du hörst auf, den zu beballern. Schmeiß ich jetzt nix hin. Dann ziehen wir das mal hier. Opferung. Risk it and stun. Kann man irgendwas töten? Freedom. Das war klar. Wappeln wir mal. Kann man den vielleicht irgendwie retten? Wenn er wegläuft, natürlich nicht. Oh, steht 2-0, cool. Okay, da hätte ich nicht babbeln müssen. Na, was soll's. Ja, sorry, Rogue, da kann ich dir nicht helfen. Nachwaffen, eskalt 2-0. Bin positiv überrascht. Seht ihr, es geht doch. Jetzt gewinnen sie 3-2. Das wäre köstlich. Aber die wollen scheinbar wirklich nur farmen. Aber so wirklich mit dem Farmen funktioniert das nicht. Im Moment jedenfalls nicht. So, ist natürlich einer wieder durch. Genau, gehen wir auf den Hunter hier. Ne, wir gehen da nicht hin. Oh ja, schön. Gehen wir auf den Priest. Priest hat Stun. Genau, alles rein, was geht. Inline. So macht man das. Und das macht man im RBG nicht wirklich anders. Da geht dann alles drauf und fertig. Hallo Inline Pally. Wall ist up. Gehen wir auf den Kettchen. Hier. Gibt's einen Aestern. Wir gehen auf den Red. Der ist nämlich in der Reichweite. So, gehen wir auf den hier. Der kriegt einen Heal. Der kriegt einen Stun. Ach, der ist immun. Scheiße. Gibt's einen Freedom. Okay, der hat Bubble. Aber bleibt. Hauen wir uns mal HP beim Pet. Ist der Priest. Na. Ah. Was mit dem Hammer dahin? Mit der Herrlichkeit vorher. Und da haben wir den Paddy weg. Reicht. Und den Warri hinterher. Fair. Den Paddy da. Zack. So macht man das. Das ist der Hunter, der kriegt einen Stun. Wall ist ab, den Fall der Fälle ist dann. Jetzt hat er die Terrence an.
Ali holen wir uns HP. Und den töten wir vorher. Köstlich. Cool, noch vorher gekriegt. Leute, so spielt man. Gut, ob die jetzt gut oder schlecht waren, weiß ich nicht. Aber in den Sack gehen, Leute. Bei den, wenn es Russen sind oder wenn ihr seht, geht einfach in den Sack. Lauft nicht weg, das bringt nichts. Das ist ein sicherer Los. Ehrlich, dann geht man in den Zerg. Und ein Zerg ist nicht sinnlos und dumm, wenn man ihn richtig gestaltet. Ihr habt es ja gesehen. Der Rogue, dem ist die Flagge geholt worden, so wie sie es gehört. Die Alis hätten das auch machen müssen, ne? Also, nur mal so zur Info. Dann geht gemeinsam in den Zerg. Sagt das den euren Mitspielern. Das funktioniert. Okay, gut. War eine sehr ordentliche Runde. Jetzt wollte ich aber nochmal was gucken. Gut, das war jetzt natürlich, hier ist klar. Gut, das ist AE-Kombo, das ist nicht so viel, aber es rechnet sich halt irgendwo hoch, ne? Gut, okay, in diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in den Kommentaren, Twitter oder Facebook. Natürlich auch Wünsche bezüglich Mogging und so weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!